Ja, da ist schon was unterwegs auf dem Gelände vom Imkerverein Eschwege, aber längst nicht so viel, wie sie es sich wünschen. Denn für die Bienen und die Natur drumherum tun sie alles. Thomas Krüger schaut nach einem der Bienenvölker, das ziemlich gut über den Winter gekommen ist. Wie man jetzt hier sieht, sind schon die ersten Eier gelegt, die ersten Waben verdeckelt, die Brut. Also unsere Königin ist in der Zwischenzeit geschlüpft und sie ist in der Zwischenzeit auch schon begattet. Fleißige Bienchen. Nachwuchs brauchen die Imker auch, aber das muss ohne Königin gehen. Wir haben letzte Woche mit unseren jungen Imkern Honig geschleudert. Das war ein Highlight für alle Beteiligten, die das erste Mal erlebt haben. Und so führen wir die Imker oder die, die es werden wollen, langsam in das Gebiet mit rein. Das Gelände haben sie langfristig von der Stadt Eschwege gepachtet, die sie auch gut unterstützt. Doch ein Gärtner fehlt ihnen schon noch, der aus ihrem Refugium ein echtes Pflanzenparadies für Bienen gestaltet. Damit wollen sie zeigen, dass nicht nur Pflanzenschutzmittel, sondern auch durchführen. Wir müssen Erde reinbringen für Bäume, die wir noch pflanzen wollen. Viel zu tun, aber auch viel zu sehen beim Imkerverein Eschwege. Über Besuch auf ihrem Gelände freuen sich die Mitglieder immer.